Hallo, einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir hier live aus Bali. Wir haben hier schon kurz vor 11. Ich habe gleich noch ein wunderbares Coaching mit einer, ja, mit einer neuen Akademie. Mit einem neuen Akademiemitglied, die auch die Entscheidung getroffen hat, jetzt endlich sich auf ihren Weg zu machen und ihren Seelenplan noch in diesem Jahr zu verwirklichen und sich ihr Traumleben zu erschaffen. Und es ist noch ein bisschen Zeit und deshalb bin ich jetzt hier mal noch ganz spontan zu deutscher Zeit am Nachmittag hier live. Mal schauen, wer hier noch live jetzt gerade so dabei ist. Schick mir gerne mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich auch weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Ich habe es mir eher gemütlich gemacht auf dem Bett, denn da, wo mein Schreibtisch steht, da ist die Klimaanlage oben drüber. Da wollte ich mich dann jetzt nicht mehr gerade niederlassen und deshalb habe ich es mir hier gemütlich auf dem Bett gemacht. Okay. Ja, ich habe mal eine Frage an dich. Wann möchtest du denn beginnen, endlich dir auch dein Traumleben zu erschaffen und deinen Seelenplan zu entdecken? Wie denkst du eigentlich? Denkst du noch, ich kann meinen Seelenplan jetzt nicht entdecken, weil ich gerade noch irgendeinen Online-Kurs angefangen habe, den ich erst zu Ende machen will? Ich kann meinen Seelenplan jetzt nicht entdecken oder mich auf den Weg machen, weil meine Schwiegermutter jetzt erkrankt ist. Ich kann meinen Seelenplan jetzt nicht entdecken oder mich selbst verwirklichen, mein wahres Potenzial leben, weil ich Kinder habe oder weil ich schwanger bin oder weil mein Mann das nicht möchte oder weil ich kein Geld habe, um in mich zu investieren oder keine Ahnung, weil der Wellensittich dünnen Pfiff hat oder der Hund gerade husten oder was weiß ich. Meine Liebe, mein Lieber, wie lange möchtest du so noch denken und wertvolle Lebenszeit an dir vorbeiziehen lassen? Dein Leben findet doch jetzt statt, nicht in 10 Jahren. Jetzt findet dein Leben statt. Und weißt du, ich habe manchmal den Eindruck, wir verhalten uns so, als wenn wir tausende von Leben hätten. Also ich glaube da an die Wiedergeburt. Ich glaube auch daran, dass es schon vor dem jetzigen Leben viele Leben davor gab. Aber unsere Seele hat dieses Leben gelebt, diese Energie unserer Seele im jetzigen Körper, wo die Seele jetzt inkarniert hat, gibt es definitiv nur dieses eine Leben. Nur jetzt dieses eine Leben. Und das möchte von dir gelebt werden. Das Leben möchte, verdammt nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, dass du dich quälst und dich mit irgendwelchen Dingen, egal was es ist, tagsüber in deinem Leben arrangierst, die nicht so sind, wie du es gerne aus ganzem Herzen möchtest. Du selbst erschaffst dir deine Lebenswirklichkeit, niemand anderes. Und du erschaffst dir deine Lebenswirklichkeit nur hier mit deinem Kopf, mit deinem Mind, mit deinen Gedanken. Ja? Und deshalb ist dieses Wort Nipselt so wichtig. Und das kannst du gerne mal googeln. Dieses Wort gibt es in der Tat. Das findest du auch auf Google. Und das heißt nichts anderes als ausgesprochen Nipselt. Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Deshalb beginne mal in Lösungen zu denken. Und hör auf zu denken, wenn dann oder ich kann jetzt nicht, weil. Du hast in diesem jetzigen Körper definitiv nur dieses eine Leben. Und das kann so schnell vorbei sein. Das kann so schnell vorbei sein. Ich habe diese leidliche Erfahrung gerade im letzten Jahr gemacht, wo meine Mutter sich innerhalb 48 Stunden verabschiedet hat. Ohne irgendwelche Vorgeschichte, innerhalb von 48 Stunden war es vorbei, hat die Seele den Körper verlassen. Und ich habe mich vor Jahren immer gefragt, wenn es bei mir mal so weit ist, wie möchte ich dann auf mein Leben zurückschauen? Möchte ich dann denken, hätte ich doch nur?
Oder möchte ich denn denken, oh, danke, ich habe noch die Kurve gekriegt, ich habe mir noch ein wunderbares Leben kreiert, für mich und für meine Familie. Denn ich kann dir auch eins sagen, wenn du jetzt nur in der Situation bist und denkst, ich habe kein Geld oder mein Mann ist dagegen. Er hat gerade kürzlich noch eine Frau, mit der ich so viele Gespräche schon hatte. Ihr Herz hat geschrien, ja, ich will jetzt sofort, die auch, ich glaube, das vierte Kind im Moment erwartet. Und sie wollte dennoch mit mir gemeinsam durchstarten. Denn es ist alles organisierbar. Ob der Wellensittich die Stümpfe hat, der Hund husten, dein Mann dagegen ist oder du fünf Kinder hast oder keine Ahnung was. Es ist alles organisierbar. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und deshalb ist es so wichtig, in Lösungen zu denken und nicht in Problemen. Und diese Dame, als sie sich dann endlich wirklich dazu entschieden hat, ihren Weg zu gehen, was ist da passiert? Ich hatte dann sogar angeboten, weil sie auch sagte, mein Mann ist da dagegen und er will das nicht, und er ist der Geldgeber und, und. Und als sie sich dazu entschieden hatte, wirklich aus ganzem Herzen, ihre Seele hat geschrien, sie will lieber morgen, sie will lieber gestern als morgen anfangen, hat ihr Mann quasi, ja, den Geldhahn zugedreht und sie ist wieder zurück in ihr Schneckenhaus. Und da denke ich eben auch, Mensch, in welchem Zeitalter leben wir denn? In welchem Zeitalter leben wir denn? Wie alt bist du denn als erwachsene Frau, dass du dir von einem anderen Menschen, egal ob du einen Trauschein hast oder nicht, dir vorschreiben lässt, wie dein Weg ausschaut? Wenn wir als Kinder früher uns von unserem Vater haben irgendwelche Dinge verbieten lassen, wir waren dem ausgeliefert. Als Kinder haben wir, waren wir sowieso der Kinderstube vollkommen, ja, machtlos ausgeliefert. Aber als erwachsene Frau kann ich mir doch bitteschön, also da fehlt mir irgendwo ein bisschen das Verständnis für, nicht vorschreiben lassen, wie mein Leben auszuschauen hat. Und dann kann ich dir noch eines versichern, wenn du deinen Weg gehst, denn genau den Weg bin ich ja auch gegangen. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen. Ich bin dieses Leben, des Arrangierens mit verschiedenen Dingen, bin ich absolut leid. Ich gehe meinen Weg. Notfalls gehe ich ihn auch ganz alleine. Und ich bin da keine Ausnahme. Ich könnte dir viele Beispiele nennen. Passiert nämlich Folgendes: Wenn du dich in deine eigene Kraft und Energie begibst, für dich die Entscheidung triffst, für mich geht dieser Weg dahin und deine Familie aber auch gerne dabei haben möchtest, sei es dein Mann, deine Kinder, wen auch immer. Ich kann dir eins versichern, die werden mit dabei sein, die werden mit im Boot sein. Es geht erstmal darum, dass du für dich deine Entscheidung triffst und aufhörst, in Problemen zu denken und beginnst, in Lösungen zu denken. Und noch ein Beispiel. Heute Abend, wir saßen mit drei Frauen, mit zwei, also mit mir zusammen drei Frauen am Tisch. Übrigens habe ich hier auch noch eine Saarländerin kennengelernt, war so witzig gestern Abend. Erst kam noch eine Schweizerin dazu. Kam zuerst zu mir an den Tisch, mal noch eine kleine Anekdote nebenbei. Dann kam eine junge Dame dazu, die ist, glaube ich, Indonesierin. Und dann kam noch eine Dame dazu. Und da die Indonesierin kein Deutsch spricht, haben wir dann angefangen, uns auf Englisch nur zu unterhalten. Und irgendwann fragte die Indonesierin mich, woher ich eigentlich, ja, Maria, die Geschäftsführerin hier aus dem Ressort, kenne. Hab dann erzählt, ja, ich bin auch Saarländerin. Und die junge Dame, die dann auch noch vorher dazugekommen ist, und wir hatten uns bislang in Englisch unterhalten, die sagte dann, hey, bin auch aus dem Saarland. Also irgendwie die Saarländer, die finden sich dann auch in Indonesien wieder. Gut, das ist aber nur eine kleine Anekdote nebenbei, was ich dir eigentlich erzählen wollte und was mir auch noch mal so bewusst geworden ist, was hier jetzt hier auch so gut passt. Die Schweizerin, mit der ich heute Abend noch mal beim Abendessen zusammensaß, und ich hatte ihr so ein bisschen von unserem Familienleben, von unserem Leben erzählt, wie das so ausschaut und dass wir auch völlig ortsunabhängig unterwegs sind und wenn ich eine Idee habe, irgendwo hinzureisen, dass ich dann einfach nur frage,
Wer will mit? Wer kommt mit? Jetzt hier nach Bali. In 2 Wochen kommt ja die komplette Familie nach. Im Sommer sind wir auf Zypern unterwegs, weil ich ja meinen Wohnsitz auch dahin verlege. Und von Zypern fliegen wir dann erstmal nach Athen. Da kommt unsere Tochter dann dazu mit dem Flieger. Dann werden wir mit ihr gemeinsam in Athen unterwegs sein. Unser Sohn, der hat da andere Pläne. Aber wenn wir dann aus Griechenland zurückkommen, dann bin ich mit meinem Sohn zusammen in Österreich 1 Woche auf einem grenzgenialen Seminar. Ja, und dann geht's am 5. Dezember in die Karibik. Sind wir als komplette Familie in der Karibik unterwegs. Wir starten auf Barbados und ja, die einzelnen Inseln, die wir da bereisen, spielen jetzt keine Rolle. Kann ich auch gar nicht so aus dem Stegreif aufzählen. Aber wenn ich solche Ideen habe, ich frage dann einfach, Leute, wer ist mit dabei? Und als ich das so erzählt hat, sagte sie zu mir, das ist aber schon die Ausnahme. Du scheinst da irgendwas richtig gemacht zu haben, wenn deine inzwischen erwachsenen Kinder auf der einen Seite ihren eigenen Weg gehen, ihr eigenes Leben, dabei sind auch, sich etwas aufzubauen und nicht mit dem Mainstream da mitschwimmen, sondern dabei sind, ihr eigenes Ding zu machen und trotzdem ihr noch als Familie unterwegs seid. Da dachte ich, ja, das genieße ich natürlich auch als Mama, auch mit den erwachsenen Kindern dann noch so zusammen zu sein. Und dass sie auf der anderen Seite natürlich auch ihr eigenes Ding machen, dass ich sie darin bestärken konnte. Und meine Liebe, so wird das auch bei dir sein, wenn du für dich entscheidest, ich gehe meinen Weg hier, ich begebe mich auf meinen Seelenplan und aufhörst in Problemen zu denken und beginnst in Lösungen zu denken. Die Menschen, die dir am Herzen liegen, deine Liebsten, dein Mann, dein Partner, dein Schatzi, wie auch immer du den nennst, deine Kinder, die werden mit im Boot sein, früher oder später. Und im Hinblick auf deine Kinder, das war für mich immer mit das größte Anliegen, meine größte Motivation. Was möchtest du denn für deine Kinder? Was für ein Vorbild möchtest du denn für deine Kinder sein? Eine Mama, die sich im Leben oder mit dem Leben arrangiert, deren Seele, deren Herz blutet oder leidet, um es mal so auszudrücken, die sich von einem Mann abhängig macht, von dessen Entscheidungen, was der ihr sagt, was sie zu tun oder zu lassen hat? Oder möchtest du deinen Kindern mit auf den Weg geben, dass sie ein selbstbestimmtes und freies und glückliches Leben führen, wie es ihrem Herzen entspricht? Und ich glaube, die Frage erübrigt sich, wie du das am besten hinbekommst, dass du dieses deinen Kindern mit auf den Weg gibst, was du ihnen wirklich mitgeben möchtest, dass sie frei, voller Freude ihr Leben genießen. Nämlich indem du vorgehst und es vormachst, dass es funktioniert. Und es steht bitte nirgendwo geschrieben, dass es ausgerechnet für dich nicht funktioniert. Deine Seele und dein Herz schreien danach, sehnen sich nichts sehnlicher, als dass du endlich aufwachst und auf dein Herz und auf deine Seele lauschst und dir dein Leben, dein einzigartiges jetziges Leben so gestaltest, wie du es wirklich aus ganzem Herzen möchtest. Meine Liebe, lass das mal auf dich wirken. Geh mal raus aus dem Kopf. Schau dir das Video am besten hier nochmal an. Vielleicht auch nur so den letzten Part. Und lausch bitte mal mit deinem Herzen hin, was dein Herz dazu sagt. Und sei mal ehrlich zu dir selbst. Okay? Schick dir eine ganz liebe Umarmung aus Bali, wo auch immer du dich gerade befindest. Bis dahin, tschüss.